Blink, blink. Ich blinke wie ein Kelvin-Gegenstand. Okay, der Gegner ist erledigt. Mir geht das Blinken tierisch auf die Eier und deswegen benutzen wir den gar nichts. Blutstiller funktioniert nicht. Aha, dann blinken wir wohl nur, weil wir nur 25 HP haben. Ja, das macht die ganze Atmosphäre sehr spannend. Hervorragend, wir können speichern. Akte 4. Ba, 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 blink. Blink. Ja, ich weiß, wir sind fast tot. Das ist ja fast genauso nervig wie in Zelda. Blieb, blieb, blieb. Was? Das ist jetzt eine Verarsche, ne? Noch ein Gegner. Oh, sehr anspruchsvoll. Ah, ich kann nur einmal auf ihn schießen. Ich habe schon zweimal geschossen und dann passierte, geschah nichts. Haha, voll geowned. So eine Lachnummer. So, und nun haben wir keine Munition mehr. Zeit zum Sterben. Was zum Teufel ist hier nur los? Wo bin ich hier? Schauen wir in seinen Kopf hinein. Oh, dramatisch. Bam, bam, bam. Ah, mein Kopf. Was ist passiert? Du wurdest von Zombies angegriffen, die sich an deinen Weichteilen vergriffen haben. Sonst nichts weiter. Gut, dann sehen wir uns noch einmal hier um. Wir spielen wieder Brad. Ich kann meine Handschuhe anziehen. Hier Nachname einfügen. Ja, hier ist nichts weiter. Die Musik kommt mir bekannt vor. Naja. Ba, ba, ba. Hier ist nichts weiter. Auf jeden Fall. Auch diese Laufanimation kommt mir bekannt vor. Oh, brennende Kinder. Ist das schön. So stelle ich mir das Paradies vor. Und sie lachen trotzdem noch. Dann bringt doch das Verbrennen gar nichts. Das kann doch nicht. Yeah, mach den Moonwalk, Brad. Mach den Moonwalk. Ist eine Sequenz, ich steuere ihn nicht. Was war das? Das war der böse, 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 der Dieb. Nee, hä? Was? Evelyn, Vorsicht, ein Schatten! Bitte tu das nicht! Ich flehe dich an! Bitte tu es nicht! Es tut mir so leid! Lüge! Hä? Okay, was auch immer. Ich flehe dich an, leg die Waffe weg! Ich weiß, wie du dich fühlst! Glaub mir, bitte tu nicht Falsches! Flättchen. Heuchlerin. Ich tue, was immer du willst, Schatz. Was es auch sein mag. Du weißt, dass ich... Hass. Erinnere mich an Parfümwerbung. Kennt ihr dies? Evelyn. Ich kann nur in riesigen Worten sprechen. Okay. Ist das eine Wolldecke? Ein Zeitungspapier? Naja, wo bin ich? Dieses Weiße irritiert... Was war denn das? Egal. Oh, Brad, Sie sind aufgewacht. Hier Synchronstimme einfügen. Ach, war mal wieder eine Frau und ich nehme wieder die falsche Stimme. Ah, wer sind Sie? Was ist mit mir passiert? Und... Ja, ich habe mich an deinen Weichteilen vergangen. Mein Name ist Renoa Clockfield. Renoa, wie in Final Fantasy VII. Ich habe sie in einer Seitenstraße entdeckt, als ich durch die Stadt lief. Sie standen unter Schock. Zumindest wirkte es auf einen Laien wie mich so. Ihr Körper zitterte und kalter Schweiß floss an ihren Wangen hinunter. Oh, so wie ich das beschreibe, klingt es richtig erotisch. Ich habe sie ein ganzes Stück lang mitgeschleift. Sie konnten zwar laufen, waren aber nicht ansprechbar. Wir können vor Glück sprechen, dass wir heile hergekommen sind. Heile hergekommen. Was meinen Sie? Und überhaupt, was ist das hier für ein Ort? Und wer kennen Sie meinen Namen?
Ich... Ihr Ausweis war rausgefallen, als ich sie hierher brachte. Ach ja, und sie haben jetzt 100 Euro weniger. Und dieser Ort? Das hier, ich denke mal, das hier ist die örtliche Stadtbibliothek oder sowas. Keine Ahnung, ich war noch nie sehr belesen. Ich bin hier nicht ansässig. Und was meinen Sie damit? Dass wir von Glück reden können, dass wir heile hier angekommen sind? Nun ja, denken Sie mich bitte nichts falsch... Was? Denken Sie bitte mich bitte nichts Falsches von mir, Tutentun. Aber in dieser Stadt, also die Wohner hier, sie greifen Menschen an. Zumindest haben sie mich und meinen Verlobten angegriffen. Ihren Verlobten? Ja, ich und er sind zu meiner Mutter unterwegs gewesen. Sie lag im Sterben und war ohnehin schon viele Jahre schwach. Sie war viele Jahre schwach? Komische Formulierung. Egal! Deswegen lebte meine jüngere Schwester seit jeher bei mir. Wie auch immer, wir waren gerade bei einem Gebirgspass zu passieren, als der Wagen plötzlich auf der nassen Fahrbahn zu rutschen begann. Wir stürzten die Klippen hinab und verloren für einen kurzen Augenblick das Bewusstsein. Ist irgendwie so geschrieben, als wäre es ein Tagebucheintrag, aber nicht wie ein reelles Gespräch. Als ich zu uns kam, also wie so ein Erfahrungsbericht, aber nicht wie ein Gespräch. Als sie zu uns kamen, waren wir körperlich unversehrt. Wir hatten keinen Kratzer, keine Prellung, nichts. Nächster Tag. Die Sonne schien. Kaum ein Wölkchen war am Himmel. Es war wie ein Wunder. Nichtsdestotrotz befanden wir uns in einem nebligen Wald, in dem ein Waldweg aussah wie der andere. Wie so eine Tonbandansage. Wir liefen einige Minuten, bis wir an einem Schnellrestaurant ankamen. Wir hofften, dass uns darin jemand helfen könne, sei es eine Unterkunft, ein Telefonat oder sonst etwas. So spricht doch niemand! Doch wir mussten schnell feststellen, dass das... Wir mussten schnell feststellen! Ja, so sprechen ganz normale Menschen. Diese Stadt ist voller Zombies. Man würde doch hier eigentlich folgendermaßen reden. Hier sind überall Zombies, wir müssen hier weg. Und wir waren in einem Schnellrestaurant und da ist was Furchtbares passiert. Aber es ist Reno. Und niemand mag Reno. Doch wir mussten schnell feststellen, dass das Schnellrestaurant leer war. Es roch ähnlich wie in einer Metzgerei. Eine Rätselmetzgerei. Anfangs dachte ich, dass das Fleisch für das Essen womöglich frisch geschlachtet werden würde. Verglichen mit dem, was die Realität uns darbot, war dies ein nahezu utopischer Gedanke. Wir wollten gerade die Küche betreten, um nach dem Inhaber zu fragen. Da riss der Koch die Küchentür auf, krallte sich an der Jacke meines Freundes fest, zog sich nach oben und biss sich in seinen Hals fest. Der Koch zog sich nach oben. Wie klein war der denn? Lilliputaner Koch. Es war ein Bild schrecklicher als in jedem erdenklichen Film. Mit gemeinsamen Kräften rissen wir den Koch los und schleuderten ihn zurück in die Küche. Vor einem Augenblick schwankte die Tür weit nach innen und ich konnte auf den großen Tisch für die Zubereitung der Speisen blicken. Das Bild, was ich dort sah, hat sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt. Warte mal, ich hab dich nur gefragt, wie es dir geht. Oh, Entschuldigung, ich glaube, ich habe gerade gegen das Mikro gehauen. Was ich jedenfalls sagen wollte... Denn ich musste mir in den Kopf fassen und deswegen schlug ich versehentlich gegen das Mikrofon. Ich muss an dieser Stelle noch einmal betonen, es klingt wie die komplette Formulierung eines Romanes, der in dieser Welt spielen würde. So wäre eine Erzählung in einem Roman, aber nicht in einem Dialog. Ohne darüber nachzudenken und mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ich diesem Wesen zum Opfer fallen würde, stützte ich meinen Freund und rannte mit ihm hinaus auf die Hauptstraße. Doch seine Blutung war stark, bla 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 bla, nahezu unaufhörlich pulsierte ein Sturzbach von Blut aus seiner Halsschlagader. Sein Puls raste, als kämpfe er noch immer um sein Leben, um sein eigenes Fleisch. Ich vermisse ihn sehr, ganz doll sehr. Bitte kaufen Sie jetzt mein Buch für 29,95. Er forderte von mir zu gehen, gleich so, als wusste er, dass sein Leben an diesem Ort auf dieser kalten Straße enden würde. Nebensätze in Nebensätzen. Ja, so formuliert der normale Mensch. Ich formuliere höchstens einen Nebensatz in meine Sätze hinein. Ich habe soeben so viel zu oft das Wort Nebensätze in meinen Sätzen verwendet. Ich schritt zurück und versuchte, einen klaren Kopf zu bekommen. Da stürmten aus dem umliegenden Gassen zahlreiche weitere Bewohner. Ich stütze jetzt erstmal meinen Kopf auf meine Handfläche ab. Hier, ohne das Mikro zu beschädigen. Ah, so eine schöne Geschichte.